Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Dosenoob-Kanal. Und wir spielen ein Was lässt Spiel jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen? Was, als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Rise of the Tomb Raider. Ein Spiel, was vor... Du bist fast da. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Ein paar Monate rausgekommen ist. Ich habe zu Zeiten der... Danke. Aufnahme... Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Und deshalb... Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Ja, ihr habt jetzt genug geredet. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Gut, ja. Und das erste Mal benutze ich hier neue Aufnahmetechnik. Nämlich OBS Studio. Und, bis auf ein paar Matten bin ich damit eigentlich sehr zufrieden. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, ja. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und ich spiele das Spiel nicht auf maximalen Einstellungen, wie ich sonst immer tue. Wow! Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Ich habe das erste schon gespielt. Und ich fand es gut. Und jetzt spiele ich dann den zweiten Video. Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Oh.
Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Wo sind so schöne Lücken? Aus Legend. Legend war die, Amanda. Amanda, nicht da. Gut, da habe ich mich ein bisschen vertan, aber egal. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein, aber bleib nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los! Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Oh. Oh, Scheiße. Ich mach das automatisch. Das war knapp. Wow. Gar nicht.
komm, weiter, weiter. Komm, komm, komm. Was war das denn? Okay. 2 Wochen zuvor. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Warte mal, Anna ist die Mutter. Ich hab's jetzt nicht verstanden. Und der da gerade rumgelaufen ist, das war nicht Larry. Weißt du, dass jemand da war? Ja, sie weiß es. Echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna.
Gut, machen wir das.